So, herzlich willkommen zur zweiten Folge der Schwarzbarschjagd. Wir versuchen immer noch einen Schwarzbarsch zu jagen. Also, einen Forellenbarsch haben wir ja nun schon ein paar Mal jetzt gefangen. Und ich wollte halt euch auch zeigen, dass man genau an der Stelle halt auch sehr gut einen Schwarzbarsch fängt. Und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, ne? Oh, jetzt ist er wieder hier am Sinken. Oh, ist da was dran? Nee. Da muss ich nochmal aufdrehen hier. Schneller hier. Oh, ich habe was dran. Oh, das könnte jetzt einer sein. Das könnte jetzt wirklich einer sein. Sieht zwar wieder aus wie ein Forellenbarsch, aber entweder ist das ein Trophy-Forellenbarsch oder es ist ein Schwarzbarsch. Aber ich. Lass uns überraschen. Naja, sieht aus wie ein Forellenbarsch. Ja, wieder ein Trophy-Forellenbarsch. Ja. Und so ungefähr hört sich das auch an, wenn der Trophy Schwarzbarsch unterwegs ist. Also wirklich, ja, sehr kampfstark und sehr schnell unterwegs. So. Ein bisschen twitchen wieder. Mal einen runter hier. Ich würde auch sagen, wenn wir hier einen Schwarzbarsch geangelt haben, dann nochmal kurz schnacken und dann machen wir das Video auch zu Ende. Oh. Der sinkt schon wieder krass zu Boden hier. Oh, jetzt geht er wieder in die Mitte. Deswegen sage ich immer, deswegen versuche ich immer die Geschwindigkeit ein bisschen einzustellen. Weil er hier vorne dann doch auf so ein flaches Stück kommt. Und dadurch, ja, vielleicht es passieren kann, dass er auf dem Grund festhakt. Boah, die Eule hier da, die ist richtig laut. So, und dann mal los. Der twitchen, action. Wie gesagt, wir suchen hier mit dem Wassermelonen Barsch Jig 9 Gramm hier auf Schwarzbarsch zu gehen. Für die Leute, die das Video jetzt davor noch nicht gesehen haben. Und ja, haben bisher noch kein Glück gehabt mit dem Schwarzbarsch. Also wie gesagt, bei meiner Übungsaktion habe ich zwei Schwarzbarsche geangelt. Aber wie gesagt, es ist halt auch immer ja, Zufallssache, weil hier Forellenbarsche und zwar Schwarzbarsche ja, auf der gleichen Position anbeißen. Deswegen kann es halt passieren, ja, dass man immer einen Forellenbarsch angelt, obwohl man einen Schwarzbarsch angeln will. Aber ja gut, ne? Ich drehe mal wieder runter. Ich beiß da gleich was. Ah, jetzt geht er wieder zu Boden. Oh, da ist was dran. Ah, ist auch wieder ein Forellenbarsch. Ne, ein Smallmouth-Barsch. Cool. Jetzt haben wir mal wieder ein bisschen anderen Barsch. Hier seht ihr auch diese Wassermelonenfarben. Ja. So sieht also ein Smallmouth-Barsch aus, also 1 Kilo, 21 Erfahrung. Ja, sowas fängt man hier dann auch ab und zu. Der hat nämlich, glaube ich, seinen Hotspot da zwischen den Bäumen, der Smallmouth-Barsch. Naja, mal wieder was anderes gefangen. Auch nicht schlecht. So, ich hoffe jetzt mal, dass ich nochmal Glück habe mit dem Schwarzbarsch. So, ein bisschen twitchen. Hier. Jetzt wird es gleich wieder ein bisschen flacher. Gucken, ob es beißt. Nein. Ah, jetzt haben wir ihn ja schon wieder vor uns. Licht wird, glaube ich, nichts beißen. Ja, ich hoffe mal, dass die Crappy-Stelle, die ich euch dann im nächsten Video zeigen werde, mit dem einzigartigen schwarzen Kreppi, dass die Stelle so schnell nicht weggepatcht wird. Deswegen werde ich auch gleich hier im Anschluss dann die Aufnahme machen, weil ich einfach auf Nummer sicher gehen will, dass ich das im Kasten habe, sag ich mal. So, komm, jetzt beiß doch mal was an hier. Oh, da ist was.
könnte jetzt was sein. So, wieder losgelassen? Was denn? Da war doch gerade was dran. Hm, komisch. War gerade was dran, aber hat dann wieder losgelassen. Kommt auch nicht hinterher hier. Hm, das ist wirklich komisch. Auch keinen Fisch im Wasser zu sehen. Ne, schwimmt nichts hinterher. So. Guck mal, ob was beißt. Ah, doch, da ist was. Schon wieder? Was? Da war doch was. Da, jetzt der dran. Na komm. Wenn er wieder so hell aussieht, dann ist es wieder... Ah, ist wieder ein Forellenbarsch. Das gibt's doch nicht. Schade, schade. Wie gesagt, ich kann daher auch nochmal nachmittags ausprobieren. Wäre vielleicht auch nochmal ein Gedanke. Vielleicht besser für die Schwarzbärsche. Mal gucken, ob ich bei 20 Meter wieder... Ja? Oh, da ist was Großes dran. Ne? Entweder Forellenbarsch. Oder mal gucken. Oh Gott, die Schnur wird schon wieder... Ah, es sieht wieder aus wie ein Forellenbarsch. Aber mal gucken. Ja, wieder Trophäengröße. Schade. Mein ist auf der einen Seite schön. 73 Erfahrungen auf jeden Fall. Nicht schlecht. So, ich gehe jetzt mal auf Nachmittag. So, was haben wir denn für eine Zeit? Kurz gucken. Ab um 3. Ja, ab um 4. Gehen wir mal gleich auf um 4. Das sind 6 Stunden. Sind 9, sind 10 Stunden. 10, 6, ja, 10 Stunden. 16 Uhr und dann probieren wir es nochmal. Vielleicht haben wir jetzt auch gleich Glück. Mal gucken. Gebt die Hoffnung ja nicht auf, ne? Ich glaube, ich habe den auch am Tag geangelt. Also jetzt am Nachmittag. Sieht auch ein bisschen anders aus, der See jetzt, wenn ihr das mal seht. Ah, jetzt hinkt er schon wieder hier. Wieder ein bisschen anheben. Hose locker lassen. Oh, jetzt hinkt er zu Boden hier. Weiter machen. Und wir ihn wieder ein bisschen höher kriegen. Da ist was. Okay, was kommt da jetzt? Was ist das? Ah, ein Smallmouth-Barsch. Kam da hinterher gejagt, okay. Hat wohl die ganze Zeit meinen Köder verfolgt. Auch nicht schlecht. So. Und weiter geht's. Ja, bei solchen Sachen muss man standhaft bleiben und weiter versuchen. Nicht so schnell aufgeben. Oh, da ist was. Könnte vielleicht einer sein. Klickt auf jeden Fall schon mal wie ein großer. Gucken wir mal. Ja, das ist er, glaube ich. Ach, ein Forellenbarsch. Und ich kann auch keinen mehr behalten. Ah, ist natürlich schade. Jetzt bin ich voll. Jetzt spule ich mal einen Tag vor sonst. Sonst kann ich die Fische nicht mehr behalten. Machen wir einfach 24 Stunden. Guck mal, dass der zweite Tag jetzt immer noch gleich ist. So. Boah, wieder ein bisschen was eingenommen. So, und gucken mal. Beißzeit ist immer noch gleich, ne? Jo. Okay, dann geht's weiter. Ja, meine Lieblingsposition hier. So. Ah, ein bisschen weit rechts gelandet. 30 Meter. Wie gesagt, 32 Meter reicht auch aus, weil die meist so... Ja, zwischen 30 und 20 Meter im Beißen. Da ist was. Oh,
Was denn jetzt? Ist er noch dran, ja? Was für eine? Auf jeden Fall. Das ist auch wieder ein Forellenbarsch. Schade. Schade. Schon so lange kein Schwarzbarsch mehr geangelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie der aussieht. Deswegen jedes Mal, wenn ich da einen anderen Fisch sehe, der irgendwie anders aussieht halt, da denke ich immer, das ist ein Schwarzbarsch, aber... Oh, da ist was. Komm, komm, komm. Nicht locker lassen. Oh, die Schnurspannung. Oh Gott. Was ist das? Wieder ein Forellenbarsch? Ja, wieder ein Forellenbarsch. Mensch, da die Forellenbarsche, die angelt man aber auch hier. Da. Ein nach dem anderen. Das ist wirklich Wahnsinn. Wenn man die hier rausholt, ne? Und wenig Erfahrung geben die auch nicht, ne? Also in den 20er-Bereich ist das schon okay. Da ist was dran, oder? Gerade so angefühlt. Vielleicht schwimmt was hinterher. Ne, nichts hinterher. Na, nix dran, ne. So, ich guck mal in den Chat an hier, ob vielleicht irgendjemand einen Schwarzbarsch gefangen oder auch schon lange nicht mehr, ne? Behalten wir das mal im Auge hier. Ah, war da was? Ja. War schon über 13 Meter dran hier. Das wird spannend hier, ne? So. Spuren hier. So. Geschwindigkeit einstellen. Da ist was. Oh, der springt aber. Es könnte was sein. Sieht auf jeden Fall nicht nach einem Forellenbarsch aus. Ach, wieder ein Smallmouth. Ach, schade. So, weiter geht's. Da ist was. Das könnte was sein. Das könnte jetzt was sein. Wenn es wieder, wenn es nicht nach einem Forellenbarsch aussieht. Könnte jetzt was sein. Gucken wir mal. Er kommt gleich dichter. Das könnte jetzt das. Ne, ist wieder ein Forellenbarsch. Ah! Ist doch ein Schwarzbarsch. Oh. What the fuck. 114 Erfahrung. 1,951 Kilo. 47 cm. Genießt es. Genießt diesen Anblick. Das ist also der Schwarzbarsch. In Trophäengröße. Oh, ich hab's geschafft. Mensch, nur zwei Folgen gebraucht, um dich, kleinen Frechdachs, hier zu angeln. Da. Mensch, Mensch, Mensch. Ja, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt und mir zugeguckt habt. Letztendlich haben wir es dann doch noch geschafft, hier einen Schwarzbarsch zu angeln. Hat sich die Lizenz also doch noch gelohnt und sogar 114 Erfahrungen dafür bekommen. Ja, oh, ich bin so glücklich. Geschafft. Alles klar. Okay, dann bis zur nächsten Folge. Euer Underwaterfang. Danke fürs Einschalten. Und für eure Treue.